Stefan Kießling hatte eine ruhige Woche. Schon wieder gab es keine Einladung vom Bundestrainer. Stattdessen ganz normale Trainingseinheiten mit Bayer Leverkusen. Bereits beim 3:1 Auftaktsieg gegen Freiburg hat die Mannschaft überzeugt und will in Stuttgart an die starke Leistung anknüpfen. Indem wir unser Spiel da aufziehen, dann bin ich mir sicher, dass wir die 3 Punkte mitnehmen werden. Und, wir müssen da einfach konzentriert spielen, so wie in den letzten Jahren auch, und dann unsere Torchancen einfach auch nutzen wieder. Klingt nach einer leichten Übung für Kießling, der mit Spielen gegen Stuttgart vor allem eines verbindet: Tore. 8-mal in Folge hat er gegen die Schwaben getroffen. Damit kratzt er am 39 Jahre alten Rekord von Klaus Fischer. Ich weiß nicht, ob man da von zusätzlicher Motivation sprechen kann. Ich gehe in das Spiel genauso wie in jedes andere auch, um der Mannschaft zu helfen, ob das dann mit dem Tor klappt oder nicht. In den letzten 8 Spielen war es so, deswegen mache ich mir da eigentlich keinen großen Kopf drüber. Wenn Kießling seine Serie gegen Stuttgart aufrechterhält, knackt er übrigens nicht nur den Klaus-Fischer-Rekord. Es wäre ganz nebenbei sein 100. Bundesligator.